Willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über Autos. Diesmal ist es aber nicht der MX-5, sondern das neue Auto. Ich habe es ja schon etwas länger angekündigt, dass ich mir ein neues Auto gekauft habe, aber aus mehr oder weniger mehreren Umständen konnte ich leider kein Video machen, weil das lief nicht alles so, wie es eigentlich gedacht sollte, war von mir, sondern alles ein bisschen schlechter. Ein neues Auto steht gerade direkt vor mir, also im Prinzip hinter euch. Ich werde jetzt nochmal so einen kleinen Carporn machen sozusagen und dann gehen wir mal um das Auto rum, was bisher daran gemacht wurde und worauf ihr euch auf Videos freuen könnt. Back to those days, I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, one place, and now I'm falling from grace. Please don't trip, watch your step, you better tie your shoelace. Look at the ground, 90-degree angle, human race. Trying to get some real talk from you, but poker. So, wie ihr gerade gesehen habt, das neue Auto ist ein Mazda RX-8. Wie viele sagen würden, Wankelmotor, komplett unreliable und komplett scheiße, damit kann man ja nicht fahren, die gehen direkt kaputt. Ja, bei falscher Handhabung gehen die schnell kaputt. Oder, wie es bei dem jetzt ist, ja gut, da war auch falsche Handhabung. Also ich habe ihn gekauft, das Auto ist jetzt 85.000 Kilometer sind damit gefahren, was an sich gar nicht mal so viel ist für einen RX-8. Die meisten Motoren gehen bei 120.000, 130.000 Kilometer runter, wenn man die nicht allzu geil behandelt, aber wenn man darauf richtig Acht gibt, kann man auch 200.000 damit schaffen. Der hat aber schon einen Austauschmotor, der 12.000 Kilometer jetzt drin ist. Ja, und danach wird der Wagen halt immer noch nicht gut behandelt. Deswegen habe ich ein paar Probleme mit dem ganzen Motor. Und ja, wie ihr sehen könnt, er hat jetzt andere Felgen. Ich habe ihn so gekauft mit anderen Felgen. Das sind Motec-Felgen, die werden aber höchstwahrscheinlich wegkommen. Weil ich weiß nicht, würde auch sehr gerne andere drauf haben. Sehen schön aus, finde ich auch ganz geil eigentlich, aber irgendwie möchte andere drauf haben. Das ist der RX-8, ansonsten wurde nicht viel gemacht. Hier natürlich mit den schönen Suicide Doors. Leider jetzt ein bisschen dreckig das Ganze. Liegt aber daran, dass der Weg hier hin auch nicht gerade der sauerste war. Wie man sehen kann. Ja, ich bin nicht dadurch gefahren. Ich bin schon Straße gefahren, aber ist halt so ein bisschen ackermäßig so unterwegs hier. Ne? Ansonsten gibt es da nicht viel zu erzählen. Das ist die 6-Gang 231 PS Version. Übrigens Mazda typisch, beziehungsweise RX-8 typisch. Komplett Wasser hier drin stehen. Also bis dahin ist Wasser. Ja, 231 PS Variante, 6 Gang und viel mehr kann ich dazu nicht erzählen. Natürlich werden dazu ein paar Videos kommen. Ich habe auch schon zwei gedreht, glaube ich. Ja, ich glaube zwei. Das dritte und vierte weiß ich auch schon, was für Videos wären. Und diesmal werden das auch keine Videos nur auf Tuning basiert, sondern hier wird es auch, warte, ich gehe mal ins Auto, weil es gerade ein bisschen windig wird. Diesmal ist es nicht nur Tuning basiert. Gibt es noch mehr zu erzählen? Hier nochmal kurz der Innenraum. So, hier schön alles geil. Natürlich hier auch. Nein, das kann ich nicht machen. Mach ich doch mal so. So, alle Lämpchen leuchten. Und natürlich bis 9000 Umdrehungen kann er drehen. Ganz geil beim Wankelmotor. Übrigens, Motorkontrollleuchte leuchtet bei mir auch. Ja, liegt aber höchstwahrscheinlich daran, dass irgendwas undicht ist. Im Motorraum gibt es jetzt nicht allzu viel zu sehen, deswegen. Zeige ich dir noch nicht, der wird in den nächsten Videos sowieso genug gezeigt. Das ist auf jeden Fall das neue Auto. Ich will hoffen, ihr mögt's. Ich mag's auf jeden Fall. Ich fahre damit gerne rum, wenn es mal nicht irgendwie eine Motorkontrollleuchte rausschmeißt oder so. Und ja, ich werde da, wenn das alles so ist, dass ich damit einen Monat fahren kann, ohne Motorkontrollleuchte, ohne irgendwelche Probleme, werden die Tuning-Sachen kommen. Das heißt, in einer Woche und einem Monat werde ich die ersten Tuning-Sachen dafür kaufen, wenn das bis dahin alles läuft vernünftig. Ich weiß auch schon, was ich mir kaufen möchte, deswegen das ist eigentlich schon ein bisschen durchgeplant. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Das ist jetzt auch nur wieder ein informatives Video, sage ich jetzt mal. Nicht immer so, wie ich einbaue. Wie gesagt, nächste Woche Mittwoch haben wir es, glaube ich, heute. Ja, Mittwoch. Wie dann das nächste Video kommen. Und ich will hoffen, ihr seid darauf gespannt und findet den RX-8 auch geil. Natürlich wird jetzt auch weiter MX-5-Content kommen. Das wird höchstwahrscheinlich auch in den nächsten Wochen wieder an Fahrt nehmen, weil ich da noch sehr viel machen möchte beim MX-5. Juli, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr einen Daumen runter geben. Sagt mir warum. Ich hau die ganze Zeit hier auf mein Bein und so wackelt die Kamera. Oh, nicht geil. aber sagt mir, warum es euch nicht gefallen hat, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Ja, dann noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.